Ich wurde mit dem Label Backlash eingeladen, weil wir über Konzepte von Musikproduktion neu nachdenken und uns die Frage stellen, was kann heute mit Musikproduktion eigentlich noch transportiert werden? Das Konzept ist eigentlich schon seit 10 Jahren in meinem Kopf. Also es gibt schon, die Ansätze waren da, es ging eigentlich nur darum, den richtigen Ort und auch die richtigen Leute zu finden, mit denen man anfangen kann. Und Beethoven hat einfach natürlich ein Stück weit ausgelöst, dass wir erstmal starten können. Hier in Esslingen eigentlich werden wir die ersten beiden Projekte vorstellen, die wir geplant und zum Teil eben auch schon durchgeführt haben. Wir gestalten einen Abend mit Artyom Schischkow, der zwei Solowerke von Bach eingespielt hat, und Matthias Halvorsen, der eine Art Präparierungssystem für Klavier entwickelt. Die beiden Protagonisten der ersten beiden Produktionen, die sich hier begegnen, über ihre Projekte sprechen, über den Prozess des Aufnehmens dieser Projekte sprechen und teilweise auch was zeigen. Und wir versuchen das so zu arrangieren, dass möglichst viel von diesem gemeinsamen Weg, den wir machen, hier greifbar wird. Artyom Schischkow, der hat die auf der Straße in Paris im Grunde gelernt, diese Stücke. Der hat die also sozusagen nur im Durchspielen etabliert für sich ganz lange. Und daraus wurde eben dann dieses Konzept geboren, dass man sagt, ja, okay, also was sind dann Ansätze, heute Bachs Musik überhaupt adäquat aufzunehmen? Was kann man da dann noch mit sagen? Und das sind ja letztlich Fragen, die jeder Künstler sich stellt, wenn er ein Werk in die Hand nimmt. Wir waren in Norwegen in so einer kleinen Holzkirche. Wir haben den Tag relativ klar strukturiert. Es gab ein bisschen Überzeit, in der sich irgendwie aufwärmen konnte, und dann gab es feste Zeiten, zu denen er das Programm gespielt hat. Das Ziel war, dass wir eine Aufnahme machen, indem wir das ganze Programm nur in kompletten Takes produzieren. Und er hat es eben komplett performt. Und wir haben danach uns Zeit genommen, das zu hören und darüber zu sprechen, wie kommen die Dinge zusammen? Wie stark hört man dich als Person? Also diese Fragen standen mehr im Vordergrund als Takt 23 ist noch ein bisschen zu hoch oder Tempo ist vielleicht ein bisschen schnell. Für mich sind Aufnahmen auch ein Kunstwerk. Mit allem, was man macht, entscheidet man sich für und gegen was. Und diese Mittel einfach bewusst zu verwenden und nicht nach einem Schubladenprinzip vorzugehen, sondern wirklich zu schauen, wer kommt da gerade, und ihm mit einer Produktion ein größtmögliches Experimentierfeld zu geben. Ja.